Nein, danach muss ich es ja dann nochmal annehmen oder so. Dann hat sich das für mich erledigt, Dämmerwacht, und dann ist gut. Aber wenn ich jetzt schon mal wenn ich noch eine Quest drin habe. Ja, da ist jemand. Komm her, Mädchen. Ist da noch einer? Nee. Boom. Ist aber krass, dass die dann wieder gefüllt sind. Ja, das ist das, was ich meinte. Mit, das hat mir bei Fallout 4 nicht gefallen. Dass dann alles hier wieder besiedelt ist. Gefällt mir nicht. Ich finde, einmal ausgelöscht ist weg. Was war das? Ja, was hat mich von hier oben getroffen? Achso. Okay. Ja, das sind wir schon wieder infiziert. Ja, ja, klar. Ja, ich will es jetzt nur einfach machen. Warum steht die wieder auf? Ist da noch ein Vampir, der die jetzt beschworen hat, oder was? Ja, hast du schon recht. Kannst halt schlecht leveln, das stimmt. Aber ich glaube, das war nicht so groß hier, ne? Da kommt der Aschehaufen her, vom letzten Mal noch, oder was? Die sind vom letzten Mal noch hier, ne? Obwohl, kann auch sein, dass die irgendwann ausgelöscht haben. Das war hier unten, ne? Aber warum schickt mich die Quest jetzt eigentlich wieder? Achso, schickt mich hier weiter. Okay. Oh, das war Wein, glaube ich. Ach, guck mal, hier liegen noch ein oder zwei Bücher sogar, die ich nicht kenne. Ja, das kenne ich schon. Glaubt doch nicht etwa, dass ihr mir entkommen könnt. Okay. Ich wollte ja eigentlich jetzt nur schnell durchrennen, ne?
Guck mal, hier habe ich das letzte Mal keinen Platz gehabt, um die ganzen Bücher mitzunehmen. Das weiß ich noch. Glaube ich mal. Glaube ich zu wissen. Oh, war das nicht der Eisvampir-Fuzzi da drin? Nee, ne? Okay. Ah, hier sind wir. Okay, verstanden. Ja, das war's schon, ne? Das war der Vampirmeister. Stimmt. Das war das mit dem süßen Hundi, ne? Die Opfergaben hier, süß. So, und hier ging's raus, ne? Heilen nicht vergessen. So, ich gehe mich ganz kurz heilen. Hier Weißlauf. Drachenfest ist besser, noch ein Stück runterrennen. Glaube ich mal. Dürfte sich nichts geben. Wir sind nichts als Maden, die sich im Schmutz unserer eigenen verderben. Hat's gepasst? Jawollo. Gut. Und ab nach Dämmerwacht. Können wir das nämlich auch abgeben? Dann ist das auch mal erledigt. Und dann müssen wir mal gucken, was wir als nächstes machen, ne? Ich meine, ich habe noch ein Buch gefunden, das können wir noch machen. Und wir können noch das Buch abgeben. Wahrscheinlich oben bei der Magiergilde, schätze ich mal. Mal gucken. Das Buch, was wir eben gefunden haben. Wer lebt noch? Der Typ, der Marktschreier. Klar lebt er noch, warum? Im Augenblick ist es in Ordnung, aber wir können uns nicht ewig verschanzen. Sehr gut. Obwohl ich befürchte, dass da, wo er herkam, noch mehr sein wird. Wir können es uns nicht leisten, auszuruhen. Okay, ich frage jetzt nicht, wie kann ich helfen? Ja, Magiergilde. Ah, von hier aus geht das nicht. Okay. Den bringe ich auch mal sein Buch zurück. Muss aber kleine Sachen machen, ne? Ihr versucht, Trolle in Rüstung zu stecken. Das war das? Und wo ist das andere Buch? Hier habe ich doch noch was. War das auch hier? Das war das Buch? Ich habe aber noch irgendwas gehabt.
Ich finde ganz lustig eigentlich den Typen. Einsamkeit, okay. So. Akademie der Winterfeste. Ich finde den eigentlich ganz lustig. Lass den leben. So, dem bringen wir sein Buch zurück. Hier, der war hier unten irgendwo, ne? War der hier? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja, das saß er doch, oder? Erzmark, ohne euch wäre das gesamte Wissen womöglich verloren gegangen. Sieh an, sieh an. Ich habe schon lange keine dieser Schmuckstücke mehr gesehen. Und ein seltener Fund in der alten Falmer-Sprache. Bei Ismirs Bad. Natürlich habe ich Interesse daran. Die Frage ist, wollt ihr es verkaufen? Jo, Katze haben, ich hab's gelesen. Hängt davon ab, wie viel ihr zahlt. Nun, wenn man bedenkt, dass niemand in Himmelsrand etwas kaufen würde, das er nicht lesen kann, würde ich sagen, dass ihr keine große Wahl habt. Ich mache euch einen Vorschlag. Ihr bringt mir Bücher wie dieses und ich zahle euch 1000 Goldstücke pro Band. Ich lege sogar eine übersetzte Ausgabe obendrauf. Interesse? Abgemacht. Hier, bitte. Okay. Cool. Es interessiert mich nicht, ob ihr es selbst geschrieben habt. Wenn ihr ein Buch wollt, kommt ihr zu mir. Alles klar. Machen wir. So. Das haben wir auch. So, jetzt gucken wir mal. Das hier machen wir nebenbei, ne? Haben wir gesagt. So, das hier habe ich gemeint mit dem Buch. Das machen wir jetzt mal. Joppa. Mist. Aua. Oh. Hey, fast mein USB-Kabel hier rausgerissen vom Headset. Scheiße. So. Dann müssen wir hier hin. Ich weiß wieder nicht, wenn wir da hinkommen. Wahrscheinlich hier durch hoch oder so. Keine Ahnung, mal gucken. Ansonsten holen wir unseren Arak raus, ne? Oder Avrak oder wie der heißt, unser Pferdchen. Na, gleich mal, ob wir hier hochkommen. Jo. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Was jagen die den hier oder was? Tschüss, Eistroll. Was ist das noch weiter da oben? Arwak, okay. Ein Drache. Hallo. Oh, Eisenpfeil liegt hier einfach unten im Schnee. Was macht denn hier ein Drache? Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich hier hochkomme. Aber gut. Komm, töten wir einen Drachen, ist auch in Ordnung.
Oder ist das ein netter Drache? Alles klar. Ich weiß immer noch nicht, ob der... Oh, ich habe noch die Sonnenpfeile drin, ne? Das sollte ich eigentlich mal wegmachen. Waffen. So, jetzt erstmal gucken. Auriens Bogen macht ja eigentlich gar nicht so viel Schaden, ne? Außer gegen Untote natürlich. Aber... Nehme ich lieber meinen normalen Bogen und... Nordpfeil. Da haben wir halt so wenige. Hier, den hier, oder? Ich hab die ganzen Pfeile halt rausgeschmissen, nicht Depp, ne? Ist jetzt böse, oder? Ihr kennt nicht einmal unsere Sprache, nicht wahr? Welche Anmaßung, dass ihr euch einen Dova nennt. Salognir, Krita, Jore. Ich glaube, ich habe zu wenig Pfeile. Dabei. Warum ist er jetzt so weit weg? Komm doch mal her. Eigentlich jetzt plötzlich. Ich bin Salognir. Hört meine Stimme und verzweifelt. Ich hab schon richtig Angst. Die Main Story. Alter. Seid ihr also wirklich? Oder? Ja, klar. Meine Rückkehr hat einen Film mehr. Das ist die Main Story. Oh Mann. Ich hab die ganze Zeit gedacht, kommt ihr so bekannt vor, alles hier. Das ist die Main Story. Scheiße. Das wollte ich eigentlich gar nicht machen, aber gut. Jetzt sprechen wir noch mit Delphine. Ich schulde euch einige Antworten, nicht wahr? Ja, warum bin ich hier? Was immer ihr wissen wollt, ich verheimliche euch nichts. Ich weiß, wer du bist. Wer seid ihr und was wollt ihr von mir? Komm, wir fragen es mal. Ich bin eines der letzten Mitglieder der Klingen. Vor langer Zeit waren die Klingen Drachentöter. Und wir dienten dem Drachenblut, dem größten Drachentöter. Seit 200 Jahren, seit dem letzten Drachenblutkaiser, suchen die Klingen nach einer Aufgabe. Nun, da die Drachen zurückkehren, liegt unsere Aufgabe wieder klar vor uns. Wir müssen sie aufhalten. Echt? Ich dachte, das wäre die Main Story.
Aber das war doch die Main-Story, mich mit Delphine zu treffen, oder? Ich finde es eh schade, dass die Hauptstory des Hauptspiels nicht irgendwie markiert ist. Ich schulde euch einige Antworten, nicht nur zu. Was immer ihr wissen wollt, ich verheimliche euch nicht. Was wisst ihr über die Rückkehr der Drachen? Absolut gar nichts. Ich war ebenso überrascht wie ihr, diesen großen schwarzen Drachen hier vorzufinden. Ah, nur der Abschnitt, wo der Typ auftaucht, das DLC, okay. Ich habe diesen Drachen, der fliehen konnte, schon mal gesehen. Wirklich? Wo? Er hat Helgen angegriffen, als Ulfric vor den Kaiserlichen geflohen ist. Interessant. Derselbe Drachen. Verdammt, wir stochern hier im Dunkeln. Wir müssen herausfinden, wer hinter all dem steckt. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Die Klingen, wer ist das? Genau. Heute kennt niemand mehr auch nur unseren Namen. Wir waren in ganz Tamriel als die Beschützer der Septimkaiser bekannt. Aber diese Zeiten sind schon lange vorbei. Seit 200 Jahren suchen wir nach dem nächsten Drachenblut, um es zu führen und zu schützen, wie wir es geschworen haben. Aber wir haben niemals eines gefunden. Bis heute. So, was ist unser nächster Schritt? Und dann lassen wir das auch wieder links liegen. Das will ich erst später machen. Genau. Nein. Heute kennt nie. Wir waren in ganz... Aber wir haben niemals eines gefunden. Zuerst müssen wir herausfinden, wer hinter den Drachen steckt. Die Talmoor sind unsere heißeste Spur. Wenn sie nicht selbst dahinter stecken, dann wissen sie zumindest, wer es tut. Helf mir erst auf die Sprünge. Wer waren nochmal die Talmoor? Die Fraktion, die den Altmeribund beherrscht. Die während des großen Krieges vor 30 Jahren beinahe das Kaiserreich zerstört hätten. Es gibt keinen größeren Feind der Menschheit in Tamriel. Das Kaiserreich hat den letzten Krieg kaum überlebt. Die Talmoor haben nicht vor, den nächsten zu verlieren. Die Fraktion, die den Altmeribund beherrscht. Es gibt keinen größeren Feind der Menschheit in Tamriel. Das Kaiserreich hat den letzten Krieg kaum überlebt. Die Talmoor haben Was denkt ihr, dass die Talmoor die Drachen zurückbringen? Nichts handfest ist, noch nicht. Aber mein Gefühl sagt mir, dass es niemand sonst sein kann. Das Kaiserreich hatte Ulfric schon gefasst. Der Krieg war praktisch vorüber. Dann greift ein Drachen an, Ulfric entkommt und schon geht der Krieg wieder los. Und nun greifen die Drachen überall und jeden an. Himmelsrand ist geschwächt. Das Kaiserreich ist geschwächt. Wer außer den Talmoor hätte sonst etwas davon? Vor dem großen Krieg unterstützten die Klingen das Kaiserreich gegen die Talmoor. Unser Großmeister hielt sie für die größte Bedrohung für Tamriel. Damals stimmte es. Vielleicht stimmt es immer noch. Also bekämpften wir sie im Verborgenen in ganz Tamriel. Wir dachten, mit ihnen hätten wir leichtes Spiel. Wir haben uns geirrt. Ja, und nu? Hat sich jetzt daran was geändert? Sprich mit Delphine. Ich habe mit ihr gesprochen. Wir müssen herausfinden, ob die Talmoor hinter der Rückkehr der Drachen stecken. Wir müssen irgendwie in die Botschaft der Talmoor gelangen. Ach so, jetzt. Und wie kommen wir in die Botschaft der Talmoor? Das weiß ich noch nicht. Ich habe ein paar Ideen, aber ich brauche Zeit, um alles zu organisieren. Treffen wir uns in Flusswald. Wenn ich bei eurem Eintreffen noch nicht zurück bin, wartet auf mich. Ich brauche sicher nicht lange. Behaltet den Himmel im Auge. Jo. Die Dinge können nur noch schlimmer werden. Die Flusswald, das ist doch ganz da unten, ne? Das ist doch das allererste Anfangsding ins Kirchen da. Hier, ja, geil. So, das wollte ich aber gar nicht. Habe ich jetzt die richtige Quest noch drin? Genau.